Ja, so machen sie alle. Aber auf Deutsch, was ist es sie? Männer oder Frauen? Auf Italienisch es ist, die Frauen machen alles so. Für mich in diesem Stück, es ist, wo machen sie così fan tutti? Es ist Männer und Frau oder niemand. Verschiedene Gründe. Bon, erst die Musik. Ich finde eine von die wunderschönste Musik von Mozart und wunderschönste Musik für Oper. Und diese Geschichte, die, sie ist so komplex. Die Figuren sind echt. Es ist kein Mythos, es ist keine Literaturfiguren, das ist Menschen. Das war das erste Mal, wo Mozart hat wirklich, und da Ponte, haben sie haben ein Original-Libretto gemacht mit modernen Leuten von der Zeit. Das war wirklich die zeitgenössische Leute, Kontemporain von Mozart und da Ponte. Und das bleibt noch heute. Ich glaube, die vielleicht unter anderem Namen, nicht Don Alfonso, nicht Despina, Fiordiligi, Guglielmo etc. oder andere Namen könnte diese Figur noch vor heute sein. Dazu Mozart hat natürlich immer echt seine Person, die Figuren genommen. Er hat immer für jeden Stück, aber da, man hat das Gefühl, diese jungen Leute könnten wirklich Mozart selbst und seine Frau. Das, es ist, und man kann immer weiter lesen und glauben, wir haben noch keine Antwort bekommen. Sowieso, es gibt keine definitive Interpretation, nie in Musik, aber noch mehr bei diesen Stücken. Schon lang, man hat diskutiert, ist es ein komisches Stück, ist es ein dramatisches Stück, ist es eine Farce, ist es eine Tragödie. Wir wissen nicht, auf jeden Fall, es ist echt. Es ist über die Schwierigkeit von Liebe, aber nicht nur Liebe, Relation. Menschen und wie seriös sollte Liebe sein oder nicht? Yannis Souvardas hat eine sehr dunkle Vision von der Welt und von den Menschen. Ich kann mitmachen für einen Teil. Ja, der Welt ist nicht so leicht, Liebe ist immer komplexer, aber bei Ihnen, was interessiert ihn, es ist die Komplexität und nicht unbedingt Lösungen zu finden für das. Das gibt es auf jeden Fall in das Stück. Es ist schwer, es ist schwer für Publikum auch das mitzutragen, aber die Musik von Mozart ist da. Es heißt, Mozart kann eine andere Beleuchtung geben über eine Situation. Auch schon sowieso das Libretto, die Worten, die Sätze, was wird gesagt und gesungen, ist manchmal extrem grausamer und hart. Und Mozart lässt das nicht an die Seite, er nimmt das, wie es ist, aber bleibt durch die Musik von Mozart das Liebe immer echt. Die Relation zwischen zwei Personen, auch wenn es ist unmoralisch oder auch wenn es ist unklar, ein Moment, wo es ist, wird gesungen sein, es ist echt, mit Zärtlichkeit, mit Warmheit und keine Lüge. Ein Moment, wo ein Sänger sagt zu seinem Partner, ich brauchte dich, ich liebe dich und nur du. An diesem Moment, wenn es ist gesagt durch die Musik, es ist echt. Aber Uwe das sagt immer, es ist echt, aber es stimmt nicht.
Es ist schwierig, verschiedene Gründe. Im 19. Jahrhundert, man hat sehr wenig Mozart gespielt für eine bestimmte Zeit. Und wenn man hat wieder Mozart gespielt, das war mit den Brillen von Romantismus. Und die Musiker inzwischen haben eine total andere Musik gespielt, mit anderem Ausdruck. Es sollte überausdrucksvoll sein, das war Schumann, das war gar Berlioz, Wagner etc. Und man hat ein bisschen vergessen, wie klar, direkt und einfach könnte auch die Expressivität sein. Das war das 19. Jahrhundert. Und wir sind im Anfang von 20. Jahrhundert angekommen mit einer schweren Lesung von Mozart oder umgekehrt hyperleicht, sollte Così fan tutte nur eine Farce sein oder gar nicht gespielt sein. Und Nozze di Figaro war überhaupt nicht politisch, das war nur eine Operette. Alles das natürlich war schwer. Es war immer trotzdem Leute, sie haben kapiert, wie sollte Mozart sein. Und danach, in die 60er, 70er Jahre, kommen die große Entdeckung von die Barocke. Barockspieler, die Praxis war anders, man hat anders gespielt und man hat Mozart, für meinen Gefallen, viel zu viel in Barockzeit getragen. Das ist auch das nicht. Mozart ist, es ist ein Übergang zwischen später Barock und Romantismus. Und die Einfachheit und die Klarheit von seinen Texten sollte übertragen sein mit einer deutlichen Genauigkeit, rhythmisch, trotzdem mit einer bestimmten Zartheit. Ich finde manchmal in die Barockpraxis ein bisschen zu hart, in die Romantismus ein bisschen zu weich. Man sollte, glaube ich, eine moderne Art zu spielen und auf jeden Fall dieser Stil von Mozart, es ist auch prinzipiell, wie man liest die Tempi von Mozart. Es gibt keine, es ist nicht geschrieben ganz präzise, wie schnell oder wie langsam ist es. Und die Notation Larghetto oder Andante haben eine andere Bedeutung gehabt im 19. Jahrhundert. 20. Jahrhundert, wir sind ein bisschen zurückgegangen, es war näher von das, aber die Hauptsache im Stil Mozart, das ist diese Wahl von Tempo. Ich gebe ein Beispiel, Dreivierteltakt. Im Ende von 18. Jahrhundert, die Dreivierteltakt war nur genutzt für schnelle Tempi. Menuet, Scherzo oder in eins wirklich. Und wenn Mozart schreibt Larghetto für ein Dreivierteltakt, was passiert zweimal in Così fan tutte, es heißt nicht, es ist ein extrem langsam Drei, es ist ein extrem langsam Eins. Und die Drei, in Drei geschlagen, nicht in Eins, aber fließend. Larghetto Dreiviertel heißt nur fließend mit einem langsamen Puls in Eins. Wenn man versteht das nicht, man könnte total falsche Interpretation machen, nach meiner Meinung. Jeden Ensemblestück, und das ist ein Ensemblestück, es heißt viele Stellen, wo die sechs Sänger singen zusammen, verschiedene Texte. Schon das ist rein technisch, rhythmisch, es muss genau sein, es muss perfekt. Jeden muss das gleiche Puls spüren, für das zu machen, realisieren. Gut artikulieren natürlich durch diese verschiedenen Texte, muss die musikalische Text ganz präzise sein. An welchem Moment wir machen Tenuto oder Legato oder artikulierte, leichte, pesante. Wenn es gibt ein bisschen agogische kleine Differenzierung in Tempo und Phrasierung. Es muss das Gleiche sein für jeden. Und es gibt extrem viele Texte, sehr lange Texte. Die Rezitativ sind extrem wichtig.
Und man muss alternieren diese Leichtigkeit, Vivazität in Rezitativen, es ist nur begleiten von einem Pianoforte, und plötzlich, oder in Soli, Aria, oder in Duett, in Terzett, plötzlich eine total andere Atmosphäre und eine andere Art zu singen, weil wenn man singt nur mit einem Pianoforte, man kann sehr leise machen und schnell und nur am Text denken. Und plötzlich kommt das Orchester, es ist sofort ein anderes Volumen, man muss adaptieren seine Stimme. Und wichtig ist, jeden sollte das seine Farbe haben. Es gibt Obligato-Instrument. Ein Klarinett wird direkt evozieren, Dorabella, ein Oboe, Fiordiligi, die falsche Aspekt von die zwei Militär mit Trompette und Pauke, das man muss sehr schnell machen. In Alternanz mit Rezitativ, das ist das. Und trotzdem, trotz diesem manchmal harten Aspekt, dieser grausamen Text, Leichtigkeit. Auch wenn man lacht, es muss leicht sein. Wenn man weint, es muss nicht eine Übertragödie sein. Leichtigkeit, das ist und auch Ambiguität zwischen diese Lächeln und Tränen, was existiert immer bei Mozart. Es ist noch mehr vielleicht in diese Stücke, weil es ist ein grausames Spiel und trotzdem zart bleiben, Weichheit muss es sein. Und jeden Sänger an permanentem Moment sollte in die Möglichkeit, das individuell zu machen, aber auch als Ensemble, eine Evokation von Wut oder von großer Melancholie und immer sinnlich, und diese Sehnsucht ist permanent da.